Wer auch immer von euch ein Handy besitzt, kommt wahrscheinlich nicht um den ganzen täglichen Brainrot auf TikTok, Instagram und so weiter herum. Natürlich nicht, wie auch. Sonst würdet ihr ja nicht meine Videos schauen. Und neben dem geistigen Dünsch wie sowas, erklär mal bitte einem Höhlenmenschen von damals, dass wir heute nichts Besseres zu tun haben, als sowas anzuschauen den ganzen Tag. Die Brees mussten damals Mammuts töten, um zu überleben, und ich hänge heute auf der Couch mit einem Burger in der Hand und guck sowas. Naja, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, neben diesem geistigen Dünsch gibt es auch noch sowas wie Trends. Und heute habe ich mal ein paar Trends am Start, die, ja, also da frage ich mich echt, wo die Menschheit falsch abgebogen ist in der Vergangenheit. Fangen wir an mit diesen Spice Kings. Ich wette, ihr habt alle schon mal ein Video davon gesehen, wo Leute irgendwie ultra scharfe Sachen essen. Let's test my spicy ramen limit. Ghost pepper ramen. 3x spicy ramen. 2x ramen hot sauce. Toppings. Okay, chill. Wenn ich sowas höre, dass Leute was Scharfes essen, denke ich erstmal so eigentlich, dass die sich so ein paar Peperonis reinpfeifen und eine scharfe Soße. Aber was ist das? Bro hat geheime Formel aus dem Chemieunterricht geklaut, wie man radioaktive Sachen selber mixt. World's spiciest ramen. Nicht mal für Geld würde ich das essen. Da bringen dir auch keine Zahlen auf dem Konto was, wenn du dich von innen selber auflöst. No reaction. Also erstmal Respekt, dass du dir diese Korker-Spaghettis reingezogen hast. In einem Durchgang. Der hat die einfach aufgeatmet. So wie das aussieht, hat es dem auch noch geschmeckt. Aber was war das am Ende? Womit habe ich das als Zuschauer, der sich das jetzt reingezogen hat, verdient? No reaction. No reaction. Oh, cool. Keine Reaktion. Du hast auseinandergenommen. Du hast rasiert. Ich verbeuge mich vor dir. Spaß, mach ich nicht. Ich verbeug mich höchstens vor dir, wenn ich auf den Boden und deine Schuhe kotze, weil das war so verdammt ekelhaft. Bah! Blue Turkeys. Blue Turkey Powder. Blue Turkey Powder. Aber wieso schaust du mich so sassy dabei an? Ich glaube, als er meinte, er will was Scharfes aufessen, meinte er nicht das, sondern mich. Schon mal. Hör auf, mich anzuschauen, hä? Mix. Im Gegensatz zu dem davor sieht das hier wirklich so aus, als hätte der das gerade frisch aus dem Atomreaktor geholt. Das kann nicht gesund sein. Das erinnert mich so ein bisschen an das Essen, was man damals in der Schulcafeteria bekommen hat. Also, dass du das aufgegessen hast, ist die eine Sache. Aber dass du das danach noch leer getrunken hast, na, das musste nicht sein. Nicht mal das komische Kind aus der Schule von damals, was eigentlich alles gegessen hat, hätte das noch ausgetrunken. So I went to 7-Eleven and they have this like little gummy bear thing that apparently is the world's hottest gummy bear. It is 9 million times hotter than a jalapeno. It comes out... Lil Nitro, der schärfste Gummibär der Welt. Warnung! Oh ja, glaub mir, ich würde mir auch ohne, dass da Warnung draufsteht, niemals einen Gummibär reinziehen, der Lil Nitro heißt. Der kleine Nitro. Wer in der Marketingabteilung ist dafür verantwortlich? Kostet wahrscheinlich auch noch so 20 Euro, wovon 17 Euro alleine nur für die Verpackung draufgegangen sind. Aber ey, wenn du das unbedingt essen willst für TikTok-Likes, dein Ding. Ich stehe dir nicht im Weg. Schmecken lassen und rein damit in die hohle Birne. In this like little packaging. So this is it. How can a gummy bear be spicy? Alles gut? Du siehst nicht so aus, als wärst du gerade in einer glücklichen Lage im Leben. Und das wundert mich auch nicht, nachdem du dir einen Lil Nitro reinpfeifst. Ich wette, das Ding kommt wie Nitro in einer halben Stunde wieder aus deinem Arsch raus. Genau so sehe ich auf Klo aus, wenn es ernst wird. Genau so sieht man auf Klo aus, wenn man eine 20 cm große Stahlkugel rauspressen muss. Alles klar, er frisst erstmal Reibekäse. Wieso Reibekäse? Wieso keine Milch oder so?
Das Erste, was ich machen würde, wenn ich was Scharfes essen muss, ist so, ich gehe direkt sicher, dass ich 2 Liter Milch griffparat habe, die ich sofort in mir entleeren kann. Yo, das klang ein bisschen sus. Long. Okay, das ist echt einer zu weit. Lil Bro lutscht da wirklich an einer scharfen Gurke. Eine scharfe Gurke. TikToker kommen echt auf die besten Ideen. Und so wie das aussieht, hat er noch richtig Spaß dabei. Der lässt sich das richtig schmecken. Der gibt einen F*** auf alles und setzt sich dahin auf einen schönen Samstagnachmittag, während alle seine Jungs was zusammen unternehmen und frisst diese spicy Gurke. Jeder wie er Lust hat, ne? Aber ich hätte da keinen Bock drauf. Wie auch immer, machen wir weiter mit dem nächsten Trend, auf den ich eines Tages plötzlich gestoßen bin und der hat es echt in sich. Da wird mir immer wieder klar, dass wir echt am Abgrund stehen wegen Social Media. Wenn die Freunde von deinem Sohn vorbeikommen und dein Mann auf Arbeit ist. I don't think I can control myself. Alles klar, jetzt kann ich es ja sagen. Ich bin der Freund von ihrem Sohn, ja. Jetzt ist es raus, wir waren schon immer Präs und sie redet da wahrscheinlich auch über mich so. Kommt mir das nur so vor oder sieht sie nicht älter aus als 30? Also ich meine, wenn das TikTok hier der Wahrheit entspricht, so sind dein Sohn und seine Freunde nicht irgendwie 10? Ich hoffe wirklich, dass die Scheiße nicht real ist. Funktioniert auf jeden Fall. 360.000 Likes. 360.000. Davon waren die Hälfte irgendwelche Loser, die zu Hause lagen und sich nur so dachten, geil, Mann, blonde Frau, geil, ich like, ich wäre gerne der Freund von deinem Sohn. Wenn der heiße Freund von meinem Sohn zu Besuch ist. Diese App gehört echt in die Mülltonne. Ich sag's so, wie es ist. Und ich stell mir gerade auch noch so vor, wenn meine Mutter sowas posten würde. Und das geht dann auch noch viral. Mit Millionen von Klicks. Ja, chillig. Ich könnte meiner Mutter nicht mehr in die Augen schauen, weil das so peinlich und weird ist. Und auch hier hoffe ich einfach, dass sie keinen Sohn hat. Bitte. Bitte hat sie das nur gemacht für Aufmerksamkeit. A new discomfort has just been unlocked. Ja, wisst ihr, was das Heftigste ist bei diesem Video hier? Leute haben herausgefunden, dass sie auf jeden Fall einen Sohn hat. Also das hier ist einfach real. Und wartet, was jetzt noch kommt. They're not legally adults yet. Still a minor. And the idea that my boy is going out into the world, there are women like this. In real life. Their children's friends. Ich muss sagen, das ist eigentlich voll krank, selbst wenn die Söhne und die Freunde über 18 wären. Aber hier, ihre Söhne sind unter 18, die sind minderjährig und sie macht wirklich ein TikTok und sagt, dass sie crazy geht, wenn sie die minderjährigen Freunde ihres Sohnes sieht? What the fuck? Das ist geisteskrank und nur unser kleines notgeiles Affengehirn verharmlost das, weil wir alle diese Stepmom-Videos und so gesehen haben. Stellt euch das mal andersrum vor, da ist so ein Vater, der ein TikTok macht, wo er sagt, dass er einfach crazy geht, wenn die minderjährigen Freundinnen seiner Tochter bei ihm zu Hause sind. Heilige Scheiße. Und das ist genau dasselbe wie das. Hätte das ein Mann gemacht und er hätte da irgendwie so seine Eier schaukeln lassen, vorbei. Die Welt würde brennen. Aber da juckt's halt schon wieder gefühlt keinen. So. Die meisten feiern das wahrscheinlich auch noch. Okay, ja, ich geb's zu. Hätte mein Homie damals eine nice Mama gehabt, normal hab ich da ein paar Fantasien. Aber aus meiner Sicht ist das okay, diese Fantasien zu haben als kleiner Butschi in der Pubertät. Andersrum, wenn die Mama solche Fantasien mit mir hat, na, das ist weird und abgefuckt. Und falls ihr dachtet, es geht nicht noch abgefuckter, muss ich euch enttäuschen. Ey, fuck your homie day, ey, fuck your homie day, fuck your homie day, most of the ass got hit in the head. Look at all you day. Wake up! You can't, I forgot. Fuck Mary, she day. Das ist krass, wohin sich die Menschheit entwickelt hat. Sein Arsch springt echt auf einem Friedhof rum und disrespectet die Gräber. Und sein Kollege hinter der Kamera schiebt Lachfläche. Richtig lustig, Mann. Das Problem ist halt, dass solche dummen Leute auch noch Aufmerksamkeit bekommen, weil es funktioniert. Normal geht so ein Video viral und normal feiert er sich dann im Nachhinein für die Views und Likes. Und das bestätigt den Typen auch noch und der macht wahrscheinlich noch mehr von solchen abgefuckten und respektlosen Sachen. Ja, Mann, du kannst echt stolz auf dich sein. Oh, fuck Mary, yeah, she dead and her ass got in her head. Who else out here? Oh, let's go over here. Let's go over here. Yeah, come wake up, bro. Wake up. Wake up. You
cake because you did it. Yo, bro, shit. Fuck your homie day. Fuck your homie day. Nah. Fuck your homie day. Oh my god. Yo. Das kannst du dir nicht ausdenken. Der tanzt und springt auf den Gräbern herum. Ich glaube an Karma. Und alles, was du rausschickst in das Universum, kommt irgendwann wieder zurück. Egal ob positiv oder negativ. Und das hier ist definitiv schlechtes Karma. Ich hoffe, wenn ich irgendwann mal unter der Erde liege, ist sowas wie TikTok schon längst ausgestorben. Weil das wird mir gerade noch fehlen. Nachdem ich friedlich gepasst bin mit 101 Jahren und einfach nur chillen will da unter der Erde. Wenn dann Kinder kommen und auf mir Fortnite-Tänze machen, das wär's. Die hat meine komplette Legacy zerstört. Die Frage, die ich mir da jetzt nur noch stelle, ist, habt ihr alle schon abonniert und das Video geliked? Falls nein, dann würde ich mich drüber freuen, denn das gibt gute Karma-Punkte. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen wieder. Peace out.